Servus Layers, in diesem Video zeige ich euch, wie man die normale Prüfung schnell und einfach schafft. Es ist gar nicht so schwer, wie man denkt, bleibt auf jeden Fall dran. Kleine Info, ich besitze jetzt auch einen Creator-Code, Cory Gaming. Einfach unten rechts im Shop eingeben und mich kostenlos auf Ehrenslayer-Basis unterstützen. Dank geht raus. Ich bin jetzt hier in der Prüfung mit den Pistolen unterwegs. Ihr könnt es aber auch mit jeder anderen Waffe schaffen. Ich zeige euch hier die Basics und ich werde auch nochmal separate Videos hochladen mit jeder Waffe und am Schluss ein Bild zeigen. Und dass ihr ja mit jeder Waffe easy die Prüfung abschließen könnt. Wie gesagt, das ist jetzt der normale Schwierigkeitsgrad. Ein wichtiger Tipp schon am Anfang, nehmt Tränke mit, nehmt sie ein. Ich habe einmal dieses Verteidigungselixier, da bekomme ich ja 45% weniger Schaden, glaube ich, bei den ersten drei Hits. Und teilweise sind die Hits ja wirklich sehr stark, man ist entweder One-Hit oder Two-Hit und mit diesem Verteidigungselixier wird das Ganze auf jeden Fall schon mal einfacher. Der zweite Trank, den ich verwende, ist, dass eben die Laternenladung schneller voll ist. Die Laterne macht wirklich sehr guten Schaden, macht immer so ein Tausender bei mir und wenn die schneller voll ist, ist natürlich sehr nice und gleichzeitig werde ich dann auch noch gebufft durch die Laterne, wenn ich sie aktiviere und so kann ich schneller mit der Pistole schießen. Deswegen habe ich auch den Trank dabei und auf der rechten Seite habe ich noch, ich glaube, das Prügelelixier heißt es oder das Angriffselixier. Da mache ich dann nochmal auch in 60 Sekunden nochmal 15% mehr Schaden und ich glaube ich 30% mehr Schaden, wenn der Behemoth wütend ist. Ihr seht, ein bisschen Verteidigung und auch gut auf Angriff, umso schneller seid ihr mit der Arena durch. Ihr müsst nicht gleich zu Beginn die Tränke benutzen, vielleicht auch erstmal ein bisschen Braxis allgemein an dem Behemoth bekommen und wenn ihr dann seht, okay, ich bin ganz gut, dann nehmt die Tränke ein, so verbraucht ihr dann am Anfang keine. Ich habe sie aber gleich zu Beginn auch geballert, habe glaube eine halbe Stunde rumgemacht und ja, dann war dieser Kollege tot. Und ich habe immer so gedacht, wie viel Leben hat er eigentlich? Kämpfe ich da jetzt 5 Minuten oder 10 Minuten oder so? Und es ist wirklich auf normal easy 2 Minuten mit den Pistolen und der Dude ist tot. Und ja, wie die Angriffe sind, wann man ausweichen muss und wie das mit den Pistolen funktioniert, zeige ich euch jetzt im Detail. So, gleich am Anfang in der Arena buffen wir uns mit Tränken. Ihr seht, das Video ist ein bisschen langsamer. Ich habe hier um 50% die Zeit reduziert, dass ich euch das leicht erklären kann. Als allererstes den Verteidigungstrank, dann zum Beispiel den Schaden und die Lampe, weil die Lampe und der Schadenstrank gehen nur 60 Sekunden und ja, das Verteidigungsding ist ja immer ab, bis man eben diese 3 Hits abbekommen hat. So, wir hüpfen direkt rein, dann gleich auf ihn schießen. Er kommt auf einen so zugegleitet, das macht er immer und dann nach links und oder rechts ausweichen und dann könnt ihr danach direkt nachladen und weil, wenn ihr das schnell genug macht, seht ihr dann oben links ist die Pistole auch noch gleich verstärkt. Das ist natürlich richtig gut und er macht das immer zweimal, er kommt auf euch zu, dann nochmal zurück und dann bleibt er stehen und macht einen anderen Angriff, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Und ihr seht auch oben links ist meine Lampe schon voll, zack, direkt die Lampe absetzen und schauen, dass immer diese Feuerkugel, wir kommen gleich zum Bild, wieder aufgebaut ist, dass ihr das 1:1 nachbauen könnt, dass ihr immer bei ihm explodiert. Manchmal geht er dann auch durch einen Angriff auch weg, aber schaut, das guckt ein bisschen, das vorauszuschauen zu können, denn ja, die macht schon wirklich sehr guten Schaden. Jetzt hat er auch hier gerade seine Tore abgeschossen. Die könnt ihr am Anfang noch nicht kaputt machen, später schon. Ich habe sie aber hier komplett ignoriert, weil der Kampf wirklich schnell geht. Das A und O ist wirklich so, die Angriffe vorauszuschauen und ja, im richtigen Moment auszuweichen. Das braucht vielleicht ein bisschen Praxis. Ich habe jetzt einen Monat lang nicht mehr gespielt, habe jetzt eine halbe Stunde am PC noch verbracht und dann habe ich es hinbekommen. Man muss wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen, aber geht wirklich sehr gut. Und der Bild, den ich euch gleich zeige, die Pistolen sind nicht mal max aufgewertet, die sind nur auf der Stufe 10, nicht mal auf der Stufe 15. Nach oben, da hat man dann nochmal 5% mehr Schaden, die fehlen mir jetzt hier. Wichtig ist einfach sauber spielen und ihr seht auch hier wieder, der Naisaka ist immer zwischen mir und diesen Toren, dass die Bälle mich nicht treffen, weil die können schon ein bisschen überraschen, gerade auch in dieser Phase, da hat man ja diesen Nebel um sich rum, diese schwarze Bubble und da sieht man die Kugeln nicht so gut. Man hört sie zwar, wenn sie auf einen zukommen, wird aber schwieriger. Ich wurde jetzt hier auch ein paar Mal getroffen, zweimal. Hätte ich jetzt dieses Verteidigungselixier nicht genommen, wäre ich auf jeden Fall schon tot gewesen. Wäre auch okay gewesen. Einmal kann man sich ja wiederbeleben, aber nehmt wirklich das Verteidigungselixier mit. Macht den Kampf auf jeden Fall einfacher.
Ihr seht, ich bin immer nah dran. Er hat wirklich einfache Attacken. Ist ein bisschen Praxis und dann kriegt man das schon wirklich gut hin. Wann man eben ausweichen muss, wann man eher zurücklaufen muss, seht ihr zum Beispiel hier, ich bin da noch ausgewichen. Und natürlich immer schön an dem Behemoth nachladen, dass die Pistolen verstärkt sind. Ihr seht auch hier immer die geschmolzenen Kugeln sammeln. Ich einen von meinem Bild, da kann ich auch nochmal schneller schießen. Oben links ist die Laterne schon wieder ready. Mal gucken, ob ich sie auch gleich absetze. Zack, ich setze sie direkt ab. Und wenn ich Glück habe, mache ich eben mit der Laterne nochmal ein 1000er Schaden. Auch hier direkt wieder auf Cooldown mich selber gebufft. Und ja, geht eigentlich ganz gut. Und ihr seht auch wieder, wo die Tore sind. Ich stehe wieder fast dahinter. Und jetzt ist er in seinem Rage-Mode. Hier müsst ihr aufpassen. Er wird sich jetzt gleich drehen. Ja, zurücklaufen, dass er nämlich diese Schockwelle nicht abbekommt. Und was er auch immer gerne macht, auch in der Schockwelle oder einmal dieses Springen. Oder er schrubbt auch nochmal so gern, oder gleitet nochmal gern auf dem Boden auch mit der Schockwelle. Da muss man dann auch nach links oder rechts einfach ausweichen. Wird man wahrscheinlich gleich sehen. Jetzt ist er hier noch im Wut-Modus. Und ich schieße jetzt hier auch nochmal mit der X-Taste den härteren Angriff ab. Und ja, wirklich einfach nur Praxis ein bisschen vorausschauen und die Angriffe sehen, was er als nächstes macht. Hier gleitet er wieder auf dem Boden nach vorne. Das macht er normalerweise immer zweimal nach links oder rechts dann ausweichen. Und ja, wir sind schon bei 1,39. Der Kampf ist wirklich gleich vorbei. Und ja, ihr werdet sehen, wenn ihr da ein bisschen das Ganze versucht, kriegt ihr das auch relativ schnell hin. Und wir schauen uns jetzt noch im Detail den Bild an, dass ihr den im Endeffekt 1:1 nachbauen könnt und genauso schnell wie ich seid. Fangen wir gleich oben mit der Pistole an. Was habe ich verbaut? Ganz oben habe ich den sylvanischen Lauf. Den habe ich extra reingenommen, weil der Nysaka eben anfällig ist gegen Natur. Und da habe ich nochmal plus 80 Punkte Schaden. Mache ich eben 580 statt nur 500. Deswegen ist er bei dem Behemoth drin. Als zweites habe ich die Hochgeschwindigkeitskammer. Ist richtig gut. Ihr könnt auch die andere nehmen, die macht aber ein bisschen weniger Schaden. Bei der Salvenkammer habt ihr aber keinen Rückstoß. Müsst ihr gucken, was ihr mehr mögt. Ich habe jetzt die Hochgeschwindigkeitskammer verwendet. Kapitänsgriff auch wichtig, denn man hat einfach eine höhere Angriffsgeschwindigkeit. Braucht man ja, oder so spielt man die Pistolen auf Schnelligkeit, dass sehr viele Schüsse rauskommen. Glückliches Magazin, desto weniger Schüsse man im Magazin drin hat, umso mehr Crit hat man. Kritischer Schaden macht ja dann auch nochmal, ich glaube 50 oder 30% mehr Schaden. Und da schaltet man relativ spät frei. Ich glaube, wenn man mit den Pistolen Rang 16 erreicht hat in der Meisterschaft. Geschmorenes Prisma auch sehr gut. Wir schießen ja sehr schnell und Treffer, 10. Treffer in schneller Folge verursacht 250 mehr Schaden. Dann habe ich noch die Zelle des Raubtiers drin, auch auf Max Stufe 3. Man muss ja eh schauen, dass man eben in dieser Prüfung nicht getroffen wird und es passt dann auch. Erhöht den Schaden, nachdem für kurze Zeit kein Schaden erlitten wurde. Und der Schaden ist dann eben für 15 Sekunden um 35% erhöht, was auf jeden Fall auch spürbar ist. Was er in die letzte Zelle einbaut, ist im Endeffekt egal. Ich habe erhöht die Ausdauerregeneration. Machen wir mit den Rüstungsteilen weiter. Ich habe jetzt hier den Helion-Helm. Ist ein sehr gutes Teil, gibt mir Wutjäger. So mache ich mehr Schaden bei wütenden Behemoth. Und die Zelle der Gerissenheit ist noch drin, gewährt die Chance, doppelten Schaden zu verursachen. Ihr seht es auch oben rechts, auf 6 habe ich noch ein zweites Mal drin. Plus 10% kritische Trefferchance und plus 30% kritischer Trefferschaden. Das Ganze wurde leider, ich glaube, mit dem letzten Patch schon, oder mit dem letzten Patch, wurde das Ganze so ein bisschen reduziert, genervt. Ist ein bisschen schade, aber Verzucht ist trotzdem noch wirklich in Ordnung. Dann auch die Brust vom Helion, gibt mir geschmolzen. Geschmolzen ist der zweite Angriff, den man rechts ein bisschen, oder die Fähigkeit, die man rechts ausgekraut sieht. Verursachter Schaden erzeugt 3 geschmolzene Herzen, das waren diese blauen Kugeln. Hat eine 16-sekündige Abklingzeit und wenn man die eben aufnimmt, ist die Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Ihr könnt eben wieder schneller schießen, deswegen sammelt diese blauen Kugeln immer ein. Und auch nochmal hier seht ihr eine Zelle der Gerissenheit drin, dass ich auch auf die Stufe 6 komme. Die Arme geben mir nochmal geschmolzen und dann auch gleichzeitig Wutjäger. Ist noch eine Zelle eingebaut, so komme ich eben überall, ihr seht es auf der rechten Seite, auf die Stufe 6 nach oben von den Fähigkeiten. Auch niemals höher gehen auf die Stufe 7 oder 8, das bringt euch einfach nichts mehr. Max ist immer 6 und ich habe alle eigentlich auf 6 nach oben gepusht. Dann noch unten den Dornenschritt. Gibt mehr Raubtier, ne, mit diesen, wenn man nicht getroffen wird, 35% mehr Schaden. Und die Zelle der Leitung drin, auch sehr stark. Auch hier wieder, wenn man die Laterne aktiviert hat, ne, die Haltefähigkeit, das ist diese Kugel, diese Feuerkugel, dann kann ich nochmal schneller schießen. Auf jeden Fall sehr nice.
Und Embermanes Rausch ist dann die Laterne. Wie gesagt, dann hat man eben diese Feuerkugel. Da ist auch nochmal die Zelle der Leitung eingebaut. Und wenn ich eben die innere Fähigkeit von der Laterne mache, die schnelle Fähigkeit, die Sofortfähigkeit heißt es, glaube ich, dann kann ich auch nochmal 30% schneller schießen. Und ihr seht, alles ist auf schnell Schießen aufgebaut, Schaden. Und da ist wirklich der Nausicaä sehr gut oder sehr schnell mit diesem Bild tot. Wie gesagt, hier sieht man noch diese Tränke, die ich habe. Äther, Schwung, Elixier ist eben ja für die Laterne. Raserei heißt es eine. Und das Bollwerk, was ihr auch noch machen könnt, wenn ihr wirklich gute Spieler seid, könnt ihr zum Beispiel auch noch hier diese Masten platzieren. Finde ich auch nicht verkehrt. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Arena einsetzen kann. Wäre auf jeden Fall auch mal eine Möglichkeit. So spiele ich auf jeden Fall und es hat wirklich sehr gut funktioniert. Ich hoffe, es konnte euch helfen, dieser Bild und allgemein dieses Video, dass ihr mal die Arena auf normal schafft. Wie gesagt, einfach ein bisschen üben, wissen, wann man ausweichen muss. Und dann sollte man das früher schneller, eigentlich relativ schnell hinbekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen freuen. Wer mehr sehen will, kann immer auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.